Wieder zurück aus der Pause und wir sind hier im Pick. Ich überlege gerade, was ich nehme. Der Face ist wurde überarbeitet, deswegen fallen solche Sachen mit kurzen Cooldowns eher flach, wie zum Beispiel ein Bristleback. Das ist an der Stelle nicht so gut. Der Wraith King ist gut, sie haben keinen Mana-Burn bisher. Und die Server sind heute extrem instabil. Gucken, wie das gleich läuft. Samuel verabschiedet sich gerade. Bis zum nächsten Mal. Verpasst jetzt dieses tolle Spiel. Es wird bestimmt sensationell, wenn ich nur wüsste, was ich nehme. Ein Wraith King. 10 seconds to pick. Kann man schon machen. 5 seconds remain. Mache ich das? Machen wir mal. Oh, ein Wraith King. Warum nicht? Legion Commander. Na gut, das Duell kann man trotzdem verlieren. Auch wenn man dann reincarnated wird, wenn man wiedergeboren wird. Trotzdem, wenn man das Duell verliert, kriegt er trotzdem den Damage. Und eine Tight Patch Offlane wäre jetzt nicht so der Hammer. Warten jetzt wahrscheinlich noch auf den Reconnect. Hoffentlich kommt der bald. Also. Wo werden sie den Zeus hinstellen? Stellen sie in die Mitte? Ist Zeus Support? Windranger Mitte? Faceless Void Offlane? Oder nehmen sie doch Faceless Void als Safelane? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe Faceless Void ja bis jetzt erst einmal im neuen Patch gespielt, auf der Offlane. Wo ich ihn auch ganz gut sehe. Man kann ihn sicherlich auch auf der Safelane noch gut spielen. Und dann halt mehr auf ein Carry-Build gehen. Ich glaube, man kann mit ihm beides machen. Durchaus. Aber ich weiß nicht, wie die anderen ihn jetzt spielen. Allgemein. Sie müssen also entweder Zeus oder Windranger zum Support machen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das lane. Sollen sie selber. Soll ich ja nicht für sie überlegen, sondern sich selber überlegen. Ich gehe auf die Lane. Okay, we're unpaused. Go, go, go! Kill, 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 kill! Ich überlege, ob ich gerade noch mehr hole oder ob ich erstmal das so spiele. Machen wir es so. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ob ich auf schnelles Radiance gehe. Durchaus möglich. Midas. Kam. Okay, und kriege ich ihn da noch ein? Okay. Danke. Oder so. Wie machen wir denn die Laning Phase? Silence Support nicht unten. Dann haben wir Patch Roaming oder Offlane. Was? Nice try verarscht. Den Titel dieser Mingo. Was? Verarscht mein Titel? Ach so. Ich dachte, er verarscht meine Mango. Ich dachte schon. Aha. Bei Jonas ist also gesund und geil. Bei mir ist krank und scheiße. Ja, guck mal. Tja, bloß gesund und geil gammelt irgendwo unter 4K rum. Und ich mit krank und scheiße bei 4,5. Tja. Dann, geil ist wahrscheinlich relativ, würde ich dann mal sagen. Wenn man unter 4K rumgammelt. Aber was soll man machen? Jedem das seine. Dann sagen wir mal hier. Können wir jetzt weiterspielen? Wird auch passiert. Tidehunter, weil, weiß man nicht. 1 minute, please.
Ist der Tide wieder da? Or was it? Okay, never mind. Everyone just go bottom. So, dem Invoker mal die Rune gelassen. Und da geht erstmal 11k. Reicht. Rage Quit. Was? Der lässt mir die Rune? Ich hau ab. Also ständig Packet Loss, hohe Pings, Leute disconnecten, das ist echt furchtbar. Geht ein bisschen durch den Fluss, weiß nicht genau, was da die Idee dahinter ist. Auf der Offlane, also der Tide Patch will sich Level 2 holen. Ich gehe nach unten. Und da ist ein Walker wieder, okay. So, können wir jetzt endlich anfangen zu spielen? Das wäre doch mal ein Knaller. Okay, danke. Back to Video Games. Gib Gas! Michael Schumacher. Nein, schneller. Okay. Und Windranger auf der Offlane. Okay. So. Jetzt schön ein bisschen die Creeps hinein. Aber sie haben Treant. Da geht schon mal ein großer Teil des Harass-Flöten. Leider. Windranger vielleicht nochmal geschickt erwischen. Zwei Ranged immerhin. So, versuchen wir die Wave ein bisschen zurückzuziehen. Na, da war sie ja nicht weit genug. Nein! So, jetzt hat sich die Rune geholt. Das läuft doch ganz gut, wenn er noch Zeit hat, sich die Rune zu... Nice. Hat der Invoker gut aufgepasst. War ein bisschen zu lang geblieben, nachdem sie den... Curse of the Silent drauf hatte. Ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Hätte ich das First Blood gekriegt, wäre ich vielleicht direkt aufs Midas gegangen. Ja. Nervt du mich ruhig mal. Wir haben noch ein bisschen Stick Charges. Na, das wollte ich jetzt. Jetzt haben wir Wind Run raus. Brauchst eine Clarity. Get a Clarity or something, so you can do something. So, jetzt der Silence, also ohne Mana ist es. Passiert ja nicht viel. Sich die Rune holen.
get the rune, silencer, and then regenerate, maybe go to base, so you have some mana. So ohne Mana können wir halt nichts machen. Ja, Großzügigkeit bringt ja auch nicht so wahnsinnig viel. 24 Mana, so schnell regeneriert er leider nicht. Wie viel Mana hat sie noch? Zu viel. Natürlich crittet man immer genau dann, wenn man es nicht will. Jetzt wurde schon eh oben mit dem Sunstrike den Kill gemacht. Von daher brauchen wir uns nicht viel erwarten. Ich gebe gleich noch dem Silencer meine Mango, ey. Weil der leider so lahmarschig ist. Okay, jetzt der letzte Windrun draußen. Mehr Mana dürfte sie jetzt nicht haben. Kurz nochmal. So, ich wollte mit dem Midas drauf geschissen. So. Mal die Uno und er sollte sich einfach mal ganz easy eine Clarity gönnen. Die wurde nochmal gebufft mit dem letzten Patch. 190 Mana gibt sie jetzt. Das wäre schon nicht so schlecht. Sehr schön. Da habt ihr kein Mana mehr gehabt für den Windrun. Er hat zwar Int geklaut, vielleicht hat er dann jetzt mal langsam genug Regeneration. Und jetzt habe ich bald die Midas. Okay. Ich skill den Ulti gerade noch nicht, weil es manche Situationen, wo man den nicht skillen möchte, weil man da sicher stirbt und auch das Reincarnation an dem Augenblick nicht viel bringt. Weil ich jetzt eh schon gleich Level 7 bin. Ach, es wird schon passen. Müssen wir immer nicht so profimäßig tun. Naja, ja, nerv du mich mal. So, alleine gegen Windranger ist ziemlich ätzend. Windranger sehr gut harassen kann. So, ich werde gleich mal die Vampiric Aura skillen, wenn ich jetzt hier alleine rumhänge. So, mal keinen Power Shot abkriegen. Silencer ist jetzt hier in die Mitte gegangen, leider. Was ich aber als Support auch gern mache. Ne, da kommt doch gleich der Power Shot. Na gut. Ja, nerv du mich mal. Schneller? Ne. Kann natürlich auch in der Ecke hängen bleiben. Versuche einfach mal hier unten weiter zu farmen. Windranger. Windranger TPs mit, Care.
Your top tower is under attack. Kann man die an- und ausmachen für die... Ja, okay, so ist sie an. Das ist ganz praktisch. Das ist eine der neuen Änderungen im Patch. Man kann die Vampiric Aura für Creeps ausmachen. Jetzt muss ich mal ein bisschen ein Auge auf den Chat haben. Ich glaube, ich push jetzt einfach mal. Ich mach mal an. Weil so viele in der Mitte abhängen, ist einfach ein bisschen die Zeit hier nutzen. Your middle tower is under attack. Eins für einen, immer den Zeus bekommen. Wenn wir ein bisschen schneller reagiert, hätten wir da mehr ausholen können, sicherlich. So, ich mach mal die Treads fertig. Und dann gibt's demnächst auch nochmal ein Town Portal und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Vampiric Aura immer noch an. Wenn noch ein bisschen pushen möchte. Der Text ist schon ganz nice. Allein, ups. Außerhalb des Bildschirms. Nicht drauf geachtet, dass er nachher voll steht. Nur mit den Threads, der Text ist schon ganz okay. Schade. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt Blink Dagger oder Radiance baue. Bin ich noch nicht ganz sicher. Reicht's. Bisschen, na wohl, bisschen tank ich mal noch für Katapult. Wenn es am Leben bleibt. Danke, jetzt reicht's. Okay, jetzt ist die Windranger leider eh gekommen. Dann. Und halt den Baum wieder, den Tree, den Tower. Der Tree halt den Tower wieder hoch. So, jetzt habe ich einen ganzen Satz rausgekriegt. Ist ja so viel, nur so ein kleines bisschen Chip-Damage, wie man sagt. Nur so ein bisschen Schaden unterbringen, wird mich da nicht so. Mir nicht so weiterhelfen. So, ja, ich habe einen Stun ready. I don't need your stun, I just... Ich muss sie halt treffen, ohne dass sie... Okay. Ich wollte sagen, also noch ein bisschen warten, bis wir mit der Creep Wave ankommen. Aber es hat an der Stelle auch so gepasst. Die Creeps loswerden. Erstmal weg vom Tower. Nicht unnötig zu viele Hits kassieren. So, und den hauen wir jetzt mal kaputt, den ersten Tower hoffentlich. Und dann porte ich nach oben mal. Damit wir den hoffentlich bald haben. Ein bisschen hochheilen noch, komm her. Hey, 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 es geht nach oben. Ups, das ist eine gute Idee war. Hm,
Ich dachte, wir könnten tatsächlich ein bisschen kämpfen. Okay. Nachdem das Duell schon draußen war, fuck. Okay, verschätzt, ganz offensichtlich. Ich habe wirklich gedacht, dass wir da ein bisschen was machen können. Da waren ein paar Key-Spells von ihm waren schon auf Cooldown. Okay. Bin noch eine Weile tot, mein TP auch noch kaputt eine Weile. Trien haben sie bekommen. Na, naja. Ich gehe mal schnell in den Jungle, nutze meine Midas. Und dann gucken wir mal. Ups, vorbeigelaufen. Ich habe jetzt noch einen Twitch-Chat gelesen. Hab. Da habe ich auch, wie Mira eben im Twitch-Chat richtig geschrieben hat, war das ein bisschen verschwendete Zeit und Farm. Ponti schreibt, er hasst German Dota, nice try ist besser. Ja, dann solltest du deine Zeit da verbringen, wo es schöner ist. Nicht da, wo es dir keinen Spaß macht. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Und der VM hat gerade nochmal gefragt zu der Aufsplittung mit Hearthstone und anderen Sachen. Da habe ich mir tatsächlich was. Da werde ich mir jetzt nochmal die Auszeit gönnen über Weihnachten und Silvester und mir ein paar Gedanken machen. Das ist so ein schwieriges Thema, weil so viele Leute da unterschiedliche Meinungen haben und eine findet das besser, eine das. Gibt sozusagen Gründe dafür und dagegen für viele Sachen. Ich werde mir über Weihnachten nochmal genau Gedanken machen. Ich habe auch schon ein paar prinzipielle Ideen. I'm on my way. Ich tippe hier auf, Mann, ich tippe. Gehe ich jetzt mal nicht weiter. Ach, hier ist ja auch das neue Camp, können wir ja mal nutzen, um ein bisschen auf den Weg zu farmen. Ja, Helden, die jetzt Möglichkeiten haben, zu farmen und Creep-Stacks einigermaßen schnell zu machen, überhaupt Creep-Camps, haben es mit den Map-Änderungen natürlich einfacher. Ein Anti-Mage profitiert auch sehr von dem neuen Camp, weil er eine Menge zwischendurch farmen kann. Oh, schöner Hook. Sehr nice. Let's take mid tower together. Two are dead. Sehr schön. Sollen wir mal die Tower Akku loswerden. Schafft der Teil das auch, die Tower-Akku loszuwerden? Tight. Okay. Gepasst. Top
Top Tower under siege. Radiant have fortified their towers. Your bottom tower. So, ein bisschen abseits. Her damit, dann hole ich mir noch Town Portals. Und dann sind wir auf einem guten Weg. 18-19 Minuten Relic. Nach dem Mal, das ist okay. Das kriege ich ziemlich schnell, ziemlich fix. Ziemlich gut, hoffentlich mein fertiges Radiance. Ich farm jetzt tatsächlich oben mal. Ich will. Der nächste Teamkampf wird noch wesentlich stärker, wenn ich hier mal Radiance habe. Ne, wollen wir den Kampf hier machen? Ehrlich gesagt nicht so gut aus. Just retreat for now. Ja. Tower weiter pushen. So, den kriegen wir down. Sehr schön. So, es wartet auf mein Radiance. So, ich. So. Möglichst schnell zurück, wenn ich am Kampf teilnehmen kann, wenn er einer stattfindet. So, 20 Minuten Radiance. Das ist ganz gut. Und als nächstes gibt es den Blinkdagger. Gehen wir hier lang, damit sie mich nicht unbedingt schon sofort kommen sehen. Na, ich dachte, ich kriege mit dem Radiance Burn vielleicht noch. Schade. So, einer kann unten mal verteidigen. Hat schon auf dem Weg, der kann die Level auch ganz gut gebrauchen. Tut ihm mal ganz gut. Und hoffentlich jetzt demnächst mal meinen Blinkdagger, obwohl das Rezept vom Radiance habe ich so schnell gefarmt. Zeus, können wir. Ups. Nice. Nice. Durch den Radiance Burn, durch den Radiance Miss. Nice. That greed. Erstmal richtig lucky. Durch Radiance hat er den Kurier einmal verfehlt. Was extrem super war halt. Dann war also greedy uns hinter dem Kurier her. Und dann kam er nicht mehr weg und wir konnten ihn schön einfach killen. Sehr, sehr nice. Sehr schön. Ach, wenn die Aura leuchtet, gilt sie nicht auf Creeps. Das stimmt nicht. Nee, ich habe es vorhin eigentlich probiert. Man sieht das ganz gut. Wenn sie leuchtet, gilt sie auf Creeps. So rum. Guck, das sieht man ja auch. Oder? Ups, das ist... Doch, jetzt gilt sie nicht auf Creeps. Okay. Okay. Vielleicht gilt sie dann... Das ist aber verwirrend dann, dass wenn sie leuchtet, sie nicht auf Creeps gilt. Dass sie nicht aktiv ist. Eigentlich immer, wenn leuchtet, wie Basilius oder andere Sachen, dann gilt sie. Das habe ich vorhin tatsächlich falsch nachgeschaut. Habe ich das verkackt? Muss ein bisschen aufpassen. Aber danke für den Hinweis von Nobody OT Out. Sind hier zusammen. Nice. Das endet nicht gut für dich, Windranger. Bam! Das sah schmerzhaft aus, schon vom Zugucken.
Verkehr. So, nächste Wave. Wir müssen halt die Tower. Na, da wollte ich gerade mal hin. Geht doch drauf! Wovor so viel Angst? Hm. Why not fight them? Three were dead. Easy kills. Mein TP ist noch abgebrochen. Okay, jetzt gehen wir. Bring ich mir zumindest noch meinen. Go, go, go! Sehr schön. Und da ist er weg. So, mein Blinkdagger ist jetzt endlich da. So, so, so. Danke. Da müssen HP regenerieren. Can you earn me please once? The enemy's middle tower is under kingdom service. And let's take bot tower. It's easier. So. Hack it. Geht doch. So, 50 Sekunden noch. Wo die einsetzbar war, war leider vor Level 16. So, den Blinkdagger, den dürften sie, also wir sie schon gesehen haben. Oh, wir hätten die auseinandergenommen. Und. Kriegen wir den noch? Mit dem kurzen Cooldown. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe mein Ulti wieder ready. That was fucking awesome. Jetzt muss ich jetzt sogar mal. Na, ich will doch mal Midas einsetzen. Meine Herren. Einfach. Schau ich, wo ist Salt Kuraski als nächstes? Und die Mango verkaufen wir jetzt mal. Autsch, mal gestunt werden, das nervt doch. Geht auch mein DPS flöten. I can take as well. Okay, Tide ist ungefähr nutzlos damit. Weil nach seinem Ulti kriegt er eigentlich immer raus. Ach ja, da will man sich halt absprechen mit dem Team. Wollte jetzt gerade ein bisschen diskutieren mit dem. Invoker, nimmt er das, nehme ich das. Hätten wir auch fast geklärt, jetzt wäre auch alles gewesen, aber dann kommt der Teil und er kommt. Ich hier. Die Sache, um das mal vielleicht zu erläutern, für Leute, die sich fragen, ich versuche mal vielleicht manchmal auch ein paar Sachen zu erläutern. Die Sache ist, die Tide kriegt sein Ulti fast immer raus, weil sie Dauer disablen, dass er gar nichts kriegt, ist eher unwahrscheinlich. Und wenn er sein Ulti rausgemacht hat und einen Anchor Smash und so, und dann kommt halt nicht mehr viel. Von daher ist der Refresh auf ihm ziemlich verschenkt. Auf Invoker wäre es schon gut,
weil er meistens noch was casten kann. Auf Wraith King mit Radiance ist es auch noch gut, weil er halt dann einfach wiederkommt und einfach alles kaputt haut. Aber ich hätte es am ehesten im Invoker gegeben an der Stelle, deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet. Und Xatulu hat abonniert, wenn ich jetzt gerade Dota gespielt habe. Ich glaube, allein zum Pushen hole ich mal das Assault Kürass. Enemies top tower destroyed. Need middle pushed as well. No, just go top to have Aegis. No, because we need middle pushed as well. So then they have to defend one middle and it's fogging. Aber wenn, sollten wir unten pushen, die Lane wahrscheinlich ist ja am klügsten. Autsch. Okay. Ernie pusht im Moment seinen Smurf-Account, seinen zweiten Account ja auch ordentlich mit dem Invoker. Aber er ist dazu übergegangen, kein Orchid mehr zu bauen. Weil er meint, das wäre Stärke. Und zumindest auf dem Level kann man ihm kaum widersprechen gerade. Weil er irgendwie 99% seiner Invoker-Games gewinnt. Okay, nochmal nach unten. Da will ich mal mitmachen. Na. Schön weggesnackt. Nein, ich will nicht den Tower schon wieder tanken. Bin ich schon wieder low gleich. Hallo. Hier ist mal diesen fucking Tower aufdrücken. Ich finde sogar den Vogel den Kill gemacht. Ich dachte, der hätte ihn noch bekommen. Naja. Ich glaube aber auch, jetzt kann meine Items einfach nicht mehr. Passt schon. Machen wir es aber so zu Ende. Enemies middle tower demolished. So, kommen wir her noch, dann mal das nochmal einsetzen, wir den nicht umsonst gekauft haben. So will ich Fountain campen. Wenn man dann irgendwie mal Action hat und reingeht, ist ja okay, aber nur doof rumstehen und nichts mehr machen, ist auch ein bisschen albern. Geht weg. Irgendwas Besseres kaufen. Seht ihr los? Nein, schnell bevor es vorbei ist.
Nein, ich will auch ein bisschen Action machen. Fast. Ach ja. Immer das Beste. Kurz vor Schluss noch der Dieback. Mitten rein ins Getümmel. Ja. Denn Invoker hat sehr gut gespielt mit dem Sunstrike am Anfang in der Lane. Das hat hervorragend geklappt. Ansonsten die Laning Phase war am Anfang sehr gut. Dann war der Silencer weg, hatte ich ein bisschen Probleme mit der Windranger. Aber da hatte ich schon meine Hand of Midas und dann konnte ich relativ schnell Minute 20 das Radiance fertigstellen. Und ja, ich habe 21 Assists. Ich habe die meisten Assists im Spiel. Ich weiß nicht, was das soll. Was soll das denn? Aber ja, an 28 Kills beteiligt. Dafür ist Melee Core ist relativ gut, der erstmal länger auf der Lane sitzt. Entspanntes Spiel, gutes Team. Und vor allem der Invoker hat auch gut gespielt. So muss das sein.